Hi, mein Name ist Ben und auf diesem Kanal geht es darum, wie ihr in Immobilien in Großbritannien investieren könnt. Hier in diesem Video werde ich euch zusammen mit euch eine Return on Investment Calculation durchführen mit meinem eigenen Rechner, den ich euch vorstellen werde. Das heißt, wir werden uns einen Deal aussuchen. Wir werden eine Immobilie suchen über Rightmove und diese analysieren. Ich möchte hier keine Zeit verschwenden, denn es kann einen kleinen Augenblick in Anspruch nehmen. Ohne zu zögern werden wir hier mal einsteigen und uns einfach eine Region aussuchen. Ich wähle jetzt mal schauen wir mal, wo sich es. Es ist erstmal hier ich sag mal für die Übung ist es erstmal egal. Wir gehen einfach mal nach Maxborough hier. Hintergrund ist einfach, ich kenne die Gegend ein bisschen und das kann vielleicht hilfreich sein. So, wir gehen nach Rightmove, Maxborough in South Yorkshire, for sale. Ich möchte mir alles anschauen innerhalb von einer Meile. Price Range, gehen wir mal bis 100.000, min 50.000. Wer hierzu weitere Fragen hat, der kann sich bitte mein vorhergehendes Video zu Rightmove anschauen. Hier erkläre ich genau, wie man die Filter setzen sollte. So, Find Properties. Hier setze ich kurz die Filter. Wie gesagt, das habe ich in meinem vorherigen Video schon erklärt. Daher möchte ich hier keine Zeit verlieren. So, und wir sehen aktuell in Maxborough 81 Immobilien auf dem Markt. Wir gehen zu, in diesem Fall, Oldest Listed. Das erste überspringe ich meistens. Meistens ist es etwas overpriced. Natürlich kann ich mich hier auch mal irren. Hat einfach damit zu tun, es ist featured. Das bedeutet einfach, dass hier jemand mehr Geld bezahlt hat für die Werbung. Gut, in dem Fall könnte es sein, derjenige ist einfach nur verzweifelt, möchte es gerne loswerden. Aber meistens überspringe ich es eigentlich. So, jetzt schauen wir uns mal, keine Ahnung. Wenn ich jetzt hier so durchscroll, dann sehe ich die meisten Häuser in dem Bereich 50.000 sind Two-Bedroom-Houses. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich hier ein Three-Bedroom zu dem Preis kriegen würde, macht es vielleicht mehr Sinn. Ich weiß jetzt zufällig, Three-Bedroom-Houses sind in Maxborough sehr gefragt. Deswegen möchte ich mir gerne eher nach Three-Bedroom-Houses suchen. Hat einfach damit zu tun, dass es eher einen Mangel in dieser Gegend an Three-Bedroom-Houses gibt. Und eine Familie zu vermieten macht einfach, ich sag mal, nur Sinn mit einem Three-Bedroom-House. Denn in der Regel findet man die besseren Mieter. Denn junge Familien oder kleine Familien sind möglicherweise bessere Mieter als, ich sag mal, im Bereich von Maxborough, wo vielleicht auch die, ja, ich sag mal, nicht die besten Jobs gibt, nicht das beste Gehalt. Es ist nicht die beste Gegend, sagen wir es mal so. Und wenn ich dann nur ein Two-Bedroom-House habe, vielleicht nur eine Person drin wohnen habe, ich möchte eher Familien. Aber das bleibt jedem selbst überlassen. So, dann gehen wir mal. Vielleicht doch mal auf Lowest Price für ein Three-Bedroom-House. Und was haben wir denn hier? Wir haben jetzt zum Beispiel hier ein Three-Bedroom-House in Hartley Street. Schauen wir uns das mal an. Ich sehe jetzt hier den Agent, also der Estate Agent, quasi der Makler, in diesem Fall Purple Bricks. Purple Bricks, wer es nicht kennt, ist quasi ein Online-Estate Agent. Das heißt, wenn ich Purple Bricks habe dann und hier eine Besichtigung von dem Haus durchführe, dann ist es meistens so, dass ich hier direkt mit dem mit dem Verkäufer spreche und den Verkäufer treffe. In der Regel ist es so, wenn ich jetzt nicht Purple Bricks habe, sondern einen der ganz normalen Estate Agents, dann treffe ich eben jemanden, treffe ich eben den Makler vor Ort. So, ich schaue mir das Haus an, einfach um mal ein paar Eindrücke zu bekommen. Jetzt möchte ich hier noch keine große Analyse machen, sondern ich möchte mir erst noch mal einen kurzen Überblick vom Markt verschaffen. Hier haben wir das nächste Three-Bedroom, etwa gleicher Preis, 65.000. Mein erster Eindruck, das Haus gefällt mir etwas besser. Gleicher Preis, Grund ist Charles Towers. Wahrscheinlich ist es das hier. Schwer zu sagen, oder ist es das ganze Teil hier? Wahrscheinlich. Würde mir persönlich besser gefallen, hat einfach damit zu tun, dass es an einer Ecke. Ein Eckhaus ist in der Regel etwas mehr wert als ein Haus, was, ich sag mal, eingequetscht zwischen zwei anderen Häusern liegt.
Aber wir wollen ja hier keine große Analyse, beziehungsweise ich möchte mir jetzt hier nicht groß Zeit verschwenden. Das sieht natürlich schön aus, würde ich jetzt als Investor nicht kaufen. Hat einfach damit zu tun, jemand hat hier schon Geld reingesteckt und hier kriege ich wahrscheinlich nicht so den Deal, den ich gerne haben möchte, denn hier hat schon wahrscheinlich einer ein bisschen neuen Teppich, neuen Boden verlegt, hat hier schon Geld reingesteckt, möchte dementsprechend mehr Geld haben. Sieht natürlich auch nicht super toll aus, aber ich suche vielleicht eher nach den Häusern, wo ich noch was draus machen kann. Okay, aber ich würde mal sagen, für ein 3-Bedroom-Haus mit 65.000 haben wir schon erstmal einen ganz guten Preis. Hier ist sogar ein 3-Bedroom für 60.000. Und auch hier Guide-Price. Guide-Price heißt immer erstmal nur, da gehe ich vielleicht auch irgendwann nochmal drauf ein. Wir haben hier Guide-Price, auch was in Excess of, was das alles bedeutet. Muss ich nicht jetzt machen. Aber wir schauen uns einfach mal vielleicht das allererste an, einfach mal das günstigste Haus. Und ich möchte jetzt auch nicht viel Zeit verlieren, mir hier die Beschreibung anzugucken. Sieht natürlich alles schrecklich aus. Möchte natürlich einen Eindruck gewinnen. Okay, so kann ich es wahrscheinlich nicht gut vermieten. Nee. Das heißt, ich muss natürlich einen Eindruck gewinnen, wenn ich hier meine Kalkulation mache. Denn was ich machen möchte, ich möchte mir das Haus anschauen, möchte erstmal grob abschätzen, ist es ein guter Deal, ist es ein schlechter Deal? Möglicherweise, zu welchem Preis würde ich es kaufen? Das heißt, bevor ich überhaupt was mache, würde ich zuerst mal den Estate Agent anrufen und fragen, wie weit kann ich eventuell runtergehen? Da es jetzt hier in England 6 Uhr morgens ist, werde ich das nicht tun, weil ich möchte euch einfach zeigen, wie ihr das analysieren könnt. Aber das würde ich grundsätzlich mal empfehlen. Denn ich möchte keine Zeit verschwenden von niemandem und möchte auch nicht von einem Estate Agent die Zeit verschwenden. Das heißt, wenn ich da hingehe und dann anfange zu verhandeln, beziehungsweise ich buche mir ein Viewing, fahre vielleicht eine Stunde dahin und am Ende kommt raus, nein, der Verkäufer möchte genau diesen Preis, dann macht das keinen Sinn. So, also erstmal groben Eindruck. Wie gesagt, Haus sieht nicht wirklich toll aus, hier muss man viel machen. So würde ich es persönlich nicht vermieten. Sieht erstens schrecklich aus. Zweitens, der Teppich alt. Ja, die Lampen sind wahrscheinlich von vor 100 Jahren. Definitiv zu machen. Nicht übermäßig viel, aber man sollte vielleicht neue Fliesen, vielleicht ein neues Bad. Der Garten muss gemacht werden. Keine Ahnung, was das hier ist. Wahrscheinlich auch Fliesen. Ja, ich würde hier alles rausreißen, neu machen. Keiner will so eine Küche haben. Und hier ist möglicherweise auch vielleicht die Regenrinne undicht, am Dach muss eventuell was gemacht werden. Also günstig ist es nicht. Also ist aber auch kein Full Refurbishment, wo man eventuell neue Wände ziehen muss, wie auch immer. So, schaue ich mir das hier nur kurz an. Three-Bedroom-House, Freehold ist immer wichtig, habe ich schon erwähnt in meinem vorherigen Video. Und so, ich merke mir das Haus. Was möchte ich zuerst machen? Zuerst mal möchte ich mir andere Häuser in dem Bereich anschauen. So, jetzt haben wir jetzt eben schon gemacht. Wir haben gesehen, mit 60.000 liegen wir eigentlich relativ günstig. Das heißt, wenn ich mir ein Haus anschaue, möchte ich mir auch zuerst mal hier auf dieses Herz klicken, ganz einfach, um mir das Haus zu merken. Muss ich mal schauen, ich bin auf der ersten Seite. Das heißt, mit 60.000 bin ich tatsächlich am unteren Preisrand. So. Jetzt möchte ich mir anschauen, was war denn das Haus vor einigen Jahren wert? Zu welchem Preis wurde es zuletzt verkauft? Hier geht es jetzt erstmal im ersten Schritt darum, den aktuellen Marktpreis überhaupt zu bestimmen. Erstmal eine Abschätzung zu bekommen. Wie liegt denn der aktuelle Marktpreis? For sale sold. Manchmal für dieses Haus ist jetzt kein vergangener Preis hinterlegt. Das heißt, manchmal kann ich mir hier anschauen, zu welchem Preis genau dieses Haus vor einigen Jahren verkauft wurde. Das gibt immer eine ganz tolle Info. Gut, weiß ich nicht. Dann möchte ich die Adresse rausbekommen, und zwar ganz einfach den Postcode, sodass ich mir anschauen kann, wie liegen denn andere Häuser in dem Bereich. Wie das geht, habe ich auch in meinem vorherigen Video erklärt. Hier ist der Postcode. Das heißt, ich gehe wieder Right Move. Sale. Und genau in diesem Postcode nur ein Haus. Schaue ich mir noch andere, etwas weiter den Radius.
Und natürlich möchte ich beschränken auf 3 Bed. Okay. Vielleicht auch mal sortieren nach Lowest Price First. Und Min Bed auch 3 Bedroom. Gut, mit 60.000 liegen wir hier scheinbar am günstigsten. Hier haben wir das nächste 3 Bedroom, 80.000. Ich möchte einfach mal einen Eindruck kurz gewinnen. Ja, sieht etwas besser aus, sieht gestrichen aus, auch von außen. Nicht so übel. Hier würde ich sagen, okay, deswegen ist dieses Haus 20.000 mehr wert, aber sieht jetzt auch nicht super toll aus, ja. Aber man kann hier schon erkennen, warum es teurer ist. Grundsätzlich zeigt mir das jetzt erstmal nur so als ersten Eindruck, dass man hier vielleicht mit 60.000 einen ganz guten Deal machen könnte. Hier ist das nächste für 89. Ja, man sieht auch ganz klar, höhere Spec, also hier das Haus ist aus diesem Grund auch mit 89.000 bepreist. Außerdem ist es ein Semi-Detached und kein Terraced. Was bedeutet, das ist einfach eine Doppelhaushälfte. Ja, okay. Erstmal als Eindruck gewonnen, okay, es wird 60.000. Das sieht mir erstmal aus, als wäre es ein fairer Preis. Es gibt hier noch andere Sachen, die ich machen kann, aber so als ersten Eindruck ist das erstmal nicht schlecht. So, was möchte ich jetzt machen? Jetzt möchte ich mit dem Postcode, den ich habe, zuerst mal möchte ich schauen, ob ich vielleicht noch die Door Number rauskriege. Das kann ich manchmal hier sehen, wenn ich heranzoome. Und zwar ist es Hausnummer. Soweit ich das erkennen kann, ist das eine 37. Aber ist jetzt auch nicht hundertprozentig wichtig. Aber ist ganz sinnvoll zu wissen. Gut, was mache ich jetzt? Jetzt kenne ich den Hauspreis. Ich persönlich würde sagen, wir liegen hier mit 60.000 ganz gut, da ich auch noch Geld reinstecken muss. Jetzt habe ich den Postcode, jetzt möchte ich mir anschauen, für wie viel kann ich denn dieses Haus vermieten. Denn um ein Haus zu analysieren, muss ich eben auch die Miete kennen. Zunächst gehe ich auf Rightmove, gehe auf ToRent. Postcode, möchte mir den Mietpreis für ein 3-Bedroom anschauen. 600. Vielleicht sollte ich nochmal mit dem Radius etwas runtergehen. 575. Okay, 600. 625. 425. 495. Gut, das hier ist ein New Home. Das würde ich mir jetzt nicht unbedingt anschauen, weil es einfach neue Häuser, da zahlt man einfach mehr für. Aber hier haben wir ein 3-Bedroom, 625. Mal kurz die Bilder anschauen. Sieht definitiv besser aus als das Haus, das wir uns eben angeschaut haben. Wovon ich natürlich ausgehen möchte, wenn ich mir das Haus kaufe, ich möchte es wahrscheinlich zum gleichen Level bringen. Ich möchte es zum gleichen Standard bringen. Das heißt, würde ich das Haus jetzt kaufen, würde ich wahrscheinlich, keine Ahnung, 10.000 reinstecken, 15.000 und möchte am Ende auch 625 wahrscheinlich dafür nehmen können. Ja, aber man sieht ja schon, das ist wahrscheinlich etwas ein. Ich werde wahrscheinlich diese Miete nehmen. Hier gut, 4,95, es war auch ein New Home. Okay, möchte die vielleicht noch mal kurz rausfiltern hier. Dann schau. Aus irgendeinem Grund kann ich das gerade hier nicht tun. Okay, hier haben wir auch 575, 4,75. 55. So, und die Sache ist jetzt, hier haben wir ein Haus, was. Okay, es ist eine Doppelhaushälfte. 55. Rein gefühlsmäßig würde ich jetzt mal sagen, wenn ich das Haus aufwerte, werde ich 500 dafür nehmen können. Ich möchte hier nicht zu hoch ansetzen, denn ich möchte relativ konservativ natürlich agieren. Ich möchte mir jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht zu optimistisch rangehen. Ich möchte eher mit einem negativen Mindset rangehen. Schön, wenn es nach dem Motto, schön, wenn ich dann am Ende mehr nehmen kann. Aber zuerst mal möchte ich vom Schlechtesten ausgehen. Also mein erster Eindruck ist, ich kann hier 500 für nehmen, wenn ich Geld reingesteckt habe. Jetzt gibt es noch eine andere Möglichkeit. Hier sehe ich jetzt erstmal nur die Häuser, die aktuell angeboten werden zur Miete. Es gibt noch eine andere Website und die heißt OpenRent. OpenRent kann mir etwas mehr Detail geben.
Warum kann ich das hier nicht? Okay, nochmal neu aufmachen. Ja. Hier gleich einen Postcode eingeben. Das, was ich jetzt hier machen kann, ist Let Agreed. Bei Let Agreed, das sind wirklich, also diese Häuser wurden mal angeboten und sind vermietet. Diese Häuser sind aktuell vermietet. Hier gibt es einen Mietvertrag. Das heißt, ich kann mir anschauen, zu welchem Preis jetzt tatsächlich hier vermietet wird. Also nur weil ich bei Rightmove sehe, was aktuell angeboten wird, heißt es ja nicht, dass die Mieter auch das so akzeptieren. Was haben wir denn hier für das 3-Bedroom Terraced House? 5,35 per Month. Sieht natürlich nicht schlecht aus, aber wie gesagt, ich wollte ja auch Geld reinstecken. Ja, das heißt, ich sag mal, wenn ich konservativ agiere, würde ich jetzt einfach mal von 500 ausgehen. Wie gesagt, ich würde noch mehr mir das mal anschauen, allerdings wollen wir hier nicht zu viel Zeit verlieren. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das einfach in die Kommentare schreiben. Hier haben wir noch ein 3-Bed-Terraced-House, das schaue ich mir nochmal an. 500. Ja, also ich würde auch mal mit 500 gehen jetzt. So, was mache ich jetzt? Ich gehe jetzt in meinen Return on Investment Calculator. Einfach um zu ermitteln, ja, ist es ein guter Deal oder nicht? Und zwar fangen wir an. Zunächst möchte ich wissen, den True Market Value oder erstmal einfach den Wert, den Preis, der aktuell bei Rightmove drin steht. Fangen wir mal an mit 60.000. Hier würde ich mir jetzt eintragen. Das wäre nur eher so zur Info für mich. Was ist jetzt der Purchase Price? Also ich würde es vielleicht nicht für 60, sondern für 55.000 kaufen. Ja? Wir sehen, hier werden die anderen Zeilen direkt befüllt. Das mache ich nochmal kurz hier weg. So, jetzt fangen wir an. Was kann ich monatlich als Miete nehmen? Wir haben gesagt 500. Ja? So, jetzt kommen wir hierzu. Das wird automatisch befüllt. Also wir haben hier Outstanding Mortgage. Das heißt 75% of Purchase Price. So, das ist das Geld, was ich jetzt von der Bank als Kredit aufnehmen würde. Hat einfach damit zu tun, ich muss eine Anzahlung machen von 25.000. Ja, das ist der Deposit. In der Regel, wenn ich ganz einfach hier bei einem, in Großbritannien ist es Standard, dass wenn ich ein Buy-to-Let Mortgage, also einen Hauskredit aufnehme, um das Haus zu vermieten, muss ich 25% vom Geld erstmal reinstecken. Es gibt auch Angebote für 20.000, für 20%, das heißt weniger Geld rein, allerdings ist dann auch die Kreditrate etwas höher. Wie gesagt, 55.000 ist der Purchase Price, würde ich jetzt einfach mal sagen für mich, da ich das Haus vielleicht für 60 nicht kaufen würde, sondern eher für 55, weil ich auf der Suche nach einem Deal bin. Ja, also 75.000 ist dann das, was ich von der Bank aufnehmen müsste. 13.750 ist das, was ich selber reinstecken würde. Jetzt habe ich weitere Kosten, Tax and Legal Fees. Das sind in der Regel 4% vom Hauspreis, ja. Das heißt, von dem, was hier steht. Das heißt, von den 55.000. Denn was ich hier habe, das ist quasi die Grunderwerbssteuer und die Kosten für den Notar. Ja, 4% ist grob geschätzt. Legt man aber meistens richtig. Was möchte ich reinstecken zum Renovieren? Ja? Also bei dem Haus auch nur eine erste Schätzung, was ich immer machen würde, ich würde mir meinen Bilder, das heißt mein Handwerker, mit in das Haus nehmen und mir ein Angebot holen für das, was ich machen möchte. Ich würde jetzt mal schätzen, bei dem Haus einfach mal 10.000. Einfach von meiner Erfahrung her würde ich sagen, damit lege ich dann ganz gut 10.000. Möchte ich noch Furniture, das heißt, möchte ich noch Möbel mit reintun? Ich denke hier nicht wenn ich es ganz normal vermieten möchte, denn in der Regel bringen die Mieter ihr eigenes Hab und Gut mit. Das heißt, was für Geld stecke ich rein? 26.000 werde ich in das Haus stecken, werden im Haus gebunden sein. Das halt hängt einfach damit zusammen, weil ich hier mein Deposit 13.750 plus die 10.000 plus die Legal Fees liege ich bei 26.000. Das muss ich reinstecken in das Haus, wenn das Haus 55.000 kostet. Was wird monatlich abgehen? Monatlich muss ich die Zinsen für den Kredit bezahlen. Hier liege ich etwa bei 3,5%. Das ist, wie gesagt, auch relativ konservativ. Wahrscheinlich kriegt man hier gute Kredite für 3%, vielleicht auch etwas weniger. Wer Fragen dazu hat, kann sich bitte melden. Mache ich auch nochmal ein separates Video zu.
Management. Ich möchte natürlich, wenn ich Landlord bin und mir vielleicht in Doncaster oder in Maxborough ein Haus kaufe, was von mir persönlich etwa 2 Stunden weg ist, dann möchte ich nicht unbedingt selber nach dem Haus schauen, sondern ich möchte einen Verwalter einsetzen, der das alles macht, der mir die Mieter sucht, der mir die Referencing-Checks macht, das heißt schaut, quasi dass der Vergleich zu einer Schufa-Abfrage in Deutschland, der das alles für mich macht. In der Regel werden hier 10% genommen von der Jahresmiete oder von der Monatsmiete. Ich habe jetzt hier mal 12% angesetzt, einfach um auch auf der sicheren Seite zu sein. Dann möchte ich noch 10% einkalkulieren an Kosten für Leerstand, Void oder für Maintenance, also Instandhaltung. Das ist 50 Pfund im, 50 Pfund, im Monat. Und zwar gehe ich da einfach von aus, das sind 10% von der monatlichen Miete. Ja, genau wie Management, das sind 12% von der monatlichen Miete. Und auch die Mortgage Payments sind dann hier berechnet, zum Beispiel 3,5% Zinsen, multipliziert mit dem Outstanding Mortgage, das heißt mit dem, was ich von der Bank aufnehme, geteilt durch 12, und dann habe ich meine monatlichen Zinsen. Ich kann natürlich jetzt mir überlegen, gehe ich auf Cashflow, das heißt, möchte ich monatlich möglichst viel Cash reinkriegen, oder möchte ich das Haus auch hier einen gewissen Abtrag erreichen? Das kann ich dann natürlich beliebig verändern, aber das hier sind erstmal die Zinsen, die ich an die Bank zahle. In Summe habe ich also monatlich Kosten von 230 Pfund, habe aber eine Miete von 500 Pfund. Das heißt, mein monatlicher Cashflow sind 270 Pfund. Mein jährlicher Cashflow sind 3236 Pfund. Das ergibt ein Return on Invest, das heißt, dass der jährliche Cashflow geteilt durch das Geld, was ich reinstecke, mal 100, 12%. 12% ist nicht sehr gut, ist natürlich hier relativ konservativ gerechnet. Ich denke mal, am Ende würde man vielleicht bei 13-14% liegen. Ich persönlich finde das noch zu niedrig. Es gibt wesentlich bessere Angebote. Man kann teilweise auch bei einem Standard Single Let ein Return on Investment von 25% erreichen. Besonderheit hierbei natürlich jetzt bei diesem Haus ist, wenn ich Geld reinstecke, werde ich den Wert vom Haus entsprechend auch erhöhen können. Wenn ich dann bei der Bank refinanziere, dann werde ich möglicherweise viel von dem Geld wieder, ich sag mal, recyceln und rausbekommen, an mich ausgezahlt bekommen, sodass ich direkt das nächste Haus kaufen kann. Wie das funktioniert, das werde ich euch in einem weiteren Video zeigen. Wenn ihr diesen ROI-Calculator gern zur Verfügung gestellt bekommen möchtet, meldet euch, schreibt es bitte in die Kommentare, dann werde ich den zum Download stellen. Ist allerdings auch wirklich nur ein sehr, sehr, very basic Rechner, der mir allerdings alles gibt, was ich brauche. Mehr muss ich nicht ermitteln. Natürlich kann ich jetzt noch hier weiter in die Renovierung reingehen, mir hier mehr im Detail überlegen, was kostet es. Aber wie gesagt, würde ich dann machen bei der Hausbesichtigung. Da würde ich mir einen Handwerker mitnehmen, der das mit mir macht. 12% begeistert mich jetzt noch nicht. Jetzt würde ich natürlich versuchen, was kann ich erreichen. Vielleicht würde er es mir auch für 50.000 verkaufen, gehe ich mal nicht von aus. Dann steigt der Return on Invest auf 14%. Ja, das war es zum Ermitteln von Return on Investment. Wenn ich mir einfach ein Haus aussuche, ganz einfach als Single Let vermieten möchte. Grundsätzlich würde ich sagen, ein gutes Angebot, da liegt man bei 20%. Man muss sich aber einfach mal hier überlegen, 20%, was ist, wenn ich das vergleiche mit, keine Ahnung, einem Aktieninvestment, wie auch immer, 20% ist schon verdammt gut, selbst 14% ist verdammt gut, selbst 12% ist verdammt gut. Aber ich würde das selbst jetzt hier in diesem Fall nicht machen, ganz einfach, weil ich weiß, es gibt viel, viel bessere Häuser. Man muss einfach eine Weile schauen. Aber wenn ich mir in der Woche 20, 30 Häuser anschaue, dann habe ich sowas ganz schnell gefunden. Und es dauert wirklich nicht lang, ist nicht kompliziert. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, damit der Kanal wachsen kann. Und wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt es in die Kommentare. Und schreibt mir bitte auch die Themen, die euch interessieren. Wie gesagt, die Fragen, die ihr habt und worauf ihr gerne, was ihr gerne möchtet, auf welche Dinge ich in den nächsten Videos eingehen soll, denn das soll vor allem für euch hilfreich sein. Wie schon gesagt, wenn ihr Fragen habt, ich bin auch gern behilfreich, euch ja, vor Ort die Kontakte zu geben, die Personen zu geben, die ihr kontaktieren müsst, wenn ihr auf der Suche nach Investments seid. Das war's dann für heute und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.